500 Meter jetzt gleich zurückgelegt. 16,3 die erste Zwischenzeit. Holly Borg führt weiterhin. Holly Borg vor Ina Gual. Und dahinter dann Gentle's Ass an dritter Stelle. Luffy ist viertes Pferd. Die zweite Spur von Flo Haseler. Die dritte nach wie vor durchlaufen von Otto Couleur, der jetzt allerdings sich hier weiter verbessern kann. Noch weiter außen jetzt auch Ina Gual auf dem Weg nach vorne. Langsam aber sicher jetzt in die dritte Spur begeben und macht sich für die Zielgerade bereit, die jetzt in diesem Moment erreicht wird. Angeführt von Holly Borg, Ina Gual, dann in der Mitte der Bahn auch Flo Haseler jetzt in die Entscheidung geworfen. Otto Couleur mischt mit, der äußere Flügel meldet sich vor allen Dingen durch Mats Schermer zu Wort. Angriff jetzt von Flo Haseler, geht vorbei. Flo Haseler, Holly Borg mit Otto Couleur, ganz außen Mats Schermer, aber Flo Haseler gewinnt das Rennen. Innen Holly Borg. Fällt er gleich daneben vor? Trainers Jochen Holzschuh, gezogen von Michel Stassen und Flo Haseler steht im Sitz des Stalles Sixcamp. Bravo, Jochen. Hallo, alle zum Bild bitte. So, alle schön in Reihe und Glied. Kommt alle. Wer Ten bringt. Ja, du musst nach vorne. Das schönste Gesicht wollen wir natürlich nicht aus. Ja, das ist die Bestätigung. Guck mal, die Geilen, die sind in der ersten Reihe. Danke. Der Geilste steht Karl, hebt den Jochen hoch. Karl, den Jochen hochheben. Jochen, ich kämpfe mich zu dir durch. Toller Fahrer, tolles Pferd. Gratuliere. Dankeschön. Ich habe es gerade schon gesagt, es ist ja der Rennverlauf, den dieses Pferd liegt. Das ist 100% so, das hat also gepasst auf die Meter. Ich hätte normal auf Überseite vielleicht gehen müssen, aber wir haben alle ein bisschen Trainingsstillstand. Aber das ist für jeden natürlich. Wir haben die Freude, Spaß, jetzt sind einlaufen, jetzt kam er da zu Glück raus. Ich wusste, den Jürgen läuft bis jetzt an der Außenmauer weg und es müsste gehen zum Schluss. Ja, und Holly Borg ist kein so schlechtes Pferd, gerade nach dem letzten Erfolg hat man mal gesehen, was da dahinter steckt. Aber Flo Haseler, auch wie ich das vorhin schon gesagt habe, hat sich so stark entwickelt. Tolles Pferd geworden, also da werden wir in Zukunft immer noch Spaß kriegen mit der und egal welche Klasse, die wird immer am Schluss ihren Speed einsetzen und klar, das gewinnen wir irgendwann vielleicht nicht mehr so einfach, wenn man jetzt 20.000 Euro kaufen kann. Du musst ja erstmal hinkommen und jetzt kommen wir aber vom Flo Haseler zu einer anderen Haseler, nämlich zu Karin. Ja, Karin Haseler ist vom Köln her, kann die glaube ich sogar noch mehr, aber die hat nicht ganz diesen Kopf wie Flo Haseler zum Schluss. Und auch ein passendes Rennen, hat tolle Rennen gelaufen und hätte gar keiner erwartet, wo die jetzt im Moment schon steht. Natürlich, drei wird er auf jeden Fall mitnehmen, oder? Wenn der Rennverlauf passt, kann die natürlich dabei sein. Training passt, hat man gerade gesehen. Also es ist alles gut genug gegangen über die gefrorenen Kisten, wo man nicht so viel machen konnte. Aber wenn der Rennverlauf passt, ist er dabei, wobei das natürlich schon eine schwere Klasse ist. Heute nochmal herzlichen Glückwunsch zu dem vollen Erfolg mit Flo Haseler und Anlehnen Stahl Sixpack. Ich muss einmal 63 Abwehrnummer machen, über verteilt. Einmal die heutige Auflösung für Jochen Holzschuh, Flo Haseler, Stahl Sixpack.